Wir spielen heute das erste interaktive Stadion-Quiz oder Groundhopper-Spiel. Stadion-Turi-Zuschauer Nils hat das programmiert und mir einen Link zugeschickt. Und ich fand das so cool, dass ich euch das nicht vorenthalten wollte, Leute. Der Link zum Spiel ist in der Videobeschreibung. Man kann es sich entweder für Windows runterladen oder im Browser spielen. Im Chrome funktioniert es am besten. Und ich würde sagen, wir hüpfen jetzt direkt rein ins Spiel und machen hier mal ein kleines interaktives Stadion-Quiz. Das hier ist der Startbildschirm von Hop the Ground, Leute. Ihr seht, wir haben gerade erst Deutschland freigeschaltet und dann gibt es noch Ligen, die wir noch nicht erkennen. Wir starten jetzt hier mal direkt rein. Ihr seht, wir sind dieser kleine Groundhopper-Boy hier. Wir können uns ganz normal bewegen mit WASD und springen mit Space. Und ihr seht schon, wenn wir hier über irgendwas rüberlaufen, dann verschwindet das so langsam und löst sich dann irgendwann auf. Und wir müssen halt alle Stadien des Levels erraten, damit wir in ein neues kommen. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, das Berliner Olympiastadion steht in Berlin. Die Zeit läuft ab. Zack, das erste haben wir richtig. Und dann laufen wir mal weiter. Hier ist nämlich schon das Dortmunder Westfalenstadion. Zack. So, wo steht das Stadion da? Ich würde sagen, in Bielefeld. So, das war Bielefeld. Dann haben wir hier vielleicht Augsburg oder so. Okay, Augsburg. Wir jumpen weiter. Das hier ist Leipzig. Leverkusen. So, 6 haben wir schon mal. Oh, guck mal, da steht sogar ein Zweitligastadion, Leute. Hier steht das Ruhrstadion vom VfL Bochum. Da jumpen wir jetzt auch mal drauf. Zack. Bochum haben wir auch richtig. Freiburg. Nein, das war falsch. Das war Augsburg. Ist das hier Freiburg? Ne, dann Mainz. Okay, zack. Also ihr seht, wir haben schon 8 von 8. Wir laufen hier mal ein bisschen in der Mitte rum. Oh, man kann sogar auch Sachen rumschieben hier, so ein Würfel oder so. Ziemlich interessant. Was haben wir denn hier? Hoffenheim vielleicht. Ist das hier Hoffenheim? Mönchengladbach. Mönchengladbach war es. Mönchengladbach. Das hier sieht fast aus wie Hamburg. Aber ich glaube nicht, dass das Hamburg ist, oder? Doch. Zack, Hamburg. 10 haben wir richtig. München. So. Und Leute, ich zeige euch jetzt mal, ihr seht, hier hinten kommt schon Lava. Ziel ist es also, innerhalb von einem Durchgang, bis alles weg ist, die 20 Grounds zu erraten, die 20 Stadien. Oh nein, oh, jetzt haben wir es fast weggeschubst hier in die Lava. Ihr seht langsam, oh, jetzt haben wir es in die Lava geschubst. Das ist natürlich schlecht. Wir jumpen jetzt einfach mal aus Spaß in die Lava, Leute. Ich will euch das mal zeigen, hier mit so einem geilen Flip und zack, sind wir kaputt. Wenn man dann die 20 Stadien in einem Level erkannt hat, kommt man ins nächste Level. Nils war so nett und hat mir einen Code zur Verfügung gestellt, damit wir direkt ins nächste Level springen können. Damit wir hier ein bisschen Zeit sparen. Und das nächste Level wäre England. Und hier seht ihr, wird es schon wesentlich schwieriger, jetzt englische Stadien zu erkennen. Vielleicht Leicester? Oh, das Leicester haben wir sogar richtig erkannt. Was haben wir jetzt hier? Blutlichter auf jeden Fall. Das könnte vielleicht noch... Leeds? Nein, das ist falsch. Oh, England ist schon wesentlich schwieriger. Das hier könnte vielleicht Newcastle sein. Ne, Newcastle ist die Gegentribüne höher. Also es war nicht Newcastle, sag ich ja. Newcastle ist die Gegentribüne höher. Das hier könnte das London Stadium sein, vielleicht oder so. Manchester. Manchester war richtig. Das hier ist das London Stadium, Leute. Das hier müsste... Oh, scheiße. Ah, wir müssen erstmal wieder hoch. Das hier müsste das London Stadium sein von West Ham United. Yeah. So, was haben wir denn hier? Rot. Das ist Old Trafford, würde ich sagen. Old Trafford, Manchester United. Ist natürlich falsch. Das war natürlich falsch. Schön. Okay. Da kommt auch schon die Lava. Also es wird jetzt schwierig. Es wird schwierig. Das fällt hier schon runter. Wir nehmen es mal mit. Aston Villa. Und das Level löst sich hier langsam. Nein! Ah. Jo, Leute. Das war das Spiel Hop the Ground. Also springe aufs Stadion, aufs Spielfeld. Quasi ein interaktives Stadion-Quiz, was sehr viel Spaß macht. Ist mal ein bisschen was anderes, als sich irgendwelche
Fotos oder so auf YouTube anzugucken. Bisher gibt es ungefähr 8 Ligen, nicht nur ungefähr, sondern es gibt 8 Ligen. Nils hat aber gesagt, er wird noch weitere rein programmieren. Also checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung aus, wenn ihr es auch spielen wollt. Funktioniert, wie gesagt, auch im Browser. Und ich werde mir jetzt hier die fancy Musik wieder ins Ohr packen und noch ein bisschen weiterspielen. Also Leute, haut rein, bis zum nächsten Video hier bei Stadion Turi. Euer Kevin.